Ich bin wieder bei Lego Star Wars. Wir sind immer noch hier im nächsten Part jetzt auf der Starkiller Basis. Und als nächstes steht dieser große Bereich hier an, den ich noch den ich noch erledigen muss. Und wir fangen jetzt an hier mit diesem Rennen. Ah ne, da steht jetzt ein anderes Flugzeug. Wäre das, glaube ich. Nee. Der aber. Somit haben wir auch hier den ersten goldenen Stein, in dem ich das Rennen beendet habe. Jetzt gibt es hier unten noch Carbonit zu holen. Fürs Tauchen brauchen wir natürlich wieder Admiral Akbar. Hier unten ebenfalls noch ein Carbonit, das wäre dann das letzte Carbonitgestein in dem Spiel. Der Wampfer taucht auf. Ah, dafür brauche ich Poes X-Wing. Als nächstes haben wir da unten jetzt noch so eine Schlacht. Mikrofighter-Schlacht, glaube ich, ist das immer. Oh.
das Fass. Jetzt nicht. Da oben brauche ich noch mal einen Mikrofalter, um diese Schlacht zu starten. Ihr marschiert alle nicht im Gleichschritt. Wie schwer kann neue Rekruten? Die machen mich wahnsinnig. Keine Disziplin, kein Rhythmus. Vielleicht würde ihnen etwas Musik mit dem Taktgefühl helfen. Hast du vor, nur wie ein defekter Droide im Weg rumzustehen, oder hilfst du mir endlich? Gut. Geh und such mir eine Datenkarte mit Musik darauf. Na los! Eine Datenkarte mit Musik? Ja, das ist genau das, was ich brauche. In Ordnung. Versuchen wir es. Nein! Aufhören! Ihr sollt marschieren! Ich untersage diesen Hüpfschwung! Hoffentlich wird dieses großzügige Geschenk dich dazu animieren, es nächstes Mal besser zu machen. Sehr. Ja.
mit den höchsten Ehren auf. Ausreichend. Hier, das ist für dich. Du hast es dir nicht verdient. Techniker Mandetant. Mandetant. Offizier Fannis. Jetzt brauche ich erstmal Baby 8 für diese allgemeine Mission. Okay, den muss ich nachher nochmal machen. Da wusste ich jetzt nicht unbedingt, was ich machen sollte. Hier kann es keinen Eindringling geben. Hier kommt niemand hinein. Die Genauigkeit der Blasterwaffen lässt auf dieser Basis in letzter Zeit einiges zu wünschen übrig. Warum stehst du noch hier herum? Sieht in letzter Zeit sehr niedergeschlagen aus. Daher wollte ich ihm eine Freude machen. Und zwar mit einer historischen Wiederaufführung. Weil jeder, absolut jeder, historische Wiederaufführungen liebt. Bist du als Pilot für Schneespeeder ausgebildet? Ach, weißt du was? Ist egal, du fliegst ihn sowieso. Thank you.
Was hast du da getan? Das ist total falsch! Das Imperium gewann die Schlacht von Hoth, nicht die Rebellen. Also, das wird ihn überhaupt nicht aufheitern. Hier, nimm das und geh. So, ja, hier BB-8. Ach, da hinten sind die. Aha. So, also. So, es fehlen mir nicht mehr allzu viel. Jetzt kann ich nochmal hier gucken, ob da noch irgendwas frei geworden ist. Ja, hier ist noch eine Erste-Ordnung-Mission frei geworden. Die kommt aber erst hinterher dann dran. Jetzt gehe ich erstmal hier in diesen kleinen Bereich. Da hinten gibt es auch noch ein Rennen wieder. Dann kann ich mir schon mal... Nein. Wo ist es? Es geht dann dahin weiter mit dem goldenen Stein. Ob ich da hochfliegen kann. Jetzt hole ich mir erst noch die restlichen Goldsteine. Willst dich wohl über den alten Kneif lustig machen, was? Ich knick nicht ein. Ich sage nichts. Nicht mal meinen Namen.
Damit hätte ich quasi auch hier den Falken freigespielt, den ich dann da betreten kann immer. Es gibt hier halt noch eine Mission. In diesem Bereich. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör mir ganz genau zu. Ich kann mich wirklich nicht wiederholen, denn wir arbeiten hier definitiv gegen die Uhr. Ich kann auch nicht dasselbe mit anderen Worten sagen oder neue Ausdrücke finden, falls du mich nicht verstehst, okay? Gut, antworte nicht. Auch egal. Du musst nur eins für mich tun. Hol mich aus diesem Käfig, da ist ein Monster in dieser Höhle! Endlich. Jo, alles gut. Ich will dir was geben. So, damit seht ihr, hier ist ebenfalls alles abgeschlossen, aber es sind zwei Missionen frei geworden wieder. Nämlich hier eine Erste Ordnung Mission und hier eine Widerstandsmission. Erstmal zur Ersten Ordnung. Dann hole ich mir jetzt auch einen schnellen Flitzer her. Nun, ich will es dir mal nicht übel nehmen. Vielleicht war ich nicht deutlich genug. Hol mir etwas Passenderes! Gut. Geh und such mir eine Datenkarte mit Musik darauf. Na los! Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Musik ist. Was ist das? Nein, nein, nein! Was macht ihr da? Aufhören! Nun gut, okay. Das war wieder nicht ganz richtig, nicht wahr? Ich versuche es noch ein letztes Mal mit dem Zuckerbrot. Danach ist der Schlagstock dran. Da unten ist jetzt noch eine Widerstandsmission. Nicht nur mich gefangen genommen. Bevor sie mich eingesperrt haben, hörte ich, dass sie die anderen auf einen anderen Planeten bringen wollten. Wenn ihnen das gelingt, sehen wir sie nie wieder. Also rette sie, bevor die sie auf den Transporter verfrachten. Ich könnte helfen, würde dich aber nur hindern. Mir geht's gut, ich habe nur kurze Beine. Los in den Transporter. Ich würde gern jemanden anrufen, darf ich? Es gibt nämlich eine richtig tolle Eisdiele, die Nähe aus. Thank you.
aufhalten und holen sie hier auch raus. Du hast es geschafft! So ein Juwel des Widerstands. Ich hab noch so ein Dingens, wenn du es möchtest. So, ein paar fehlen noch. Hier ist noch eine allgemeine Mission, die ist wieder freigeschaltet worden. Also bald habe ich alles komplett im Spiel freigeschaltet. Einige T-Jäger kamen von ihrer Patrouille mit blinden Passagieren zurück. Mühnock-Passagieren. Das Problem an der Sache ist, dass sie sich ausgebreitet haben und jetzt unsere Energiezellen aussaugen. Ich brauche jemanden, der sie mit einem Blaster dazu ermutigt, wegzufliegen. Das kannst du, oder? Wir haben Entwarnung. Gute Arbeit, die ich wahrscheinlich selbst hätte erledigen sollen. Wenn du deinen Mund halten kannst, darfst du das hier behalten. Gut. Da unten ist alles frei. Hier auch. Hier ist noch eine Erstordnungsmission frei geschaltet worden. Pod Racer. Das ist deine letzte Chance. Geh zu Leutnant Mulrick. Er hört gerne Marschmusik. Hier hast du ein Formblatt. Wo ist der? Oh, da oben. Ganz, ganz weit im Jenseits. Dieser Emporkömmling möchte meine Musik haben. Ich sag dir, was du ihm von mir geben kannst. Das! Was hat denn so lange gedauert? Wenn das die falsche Aufnahme ist, versetze ich dich nach Hoff. Dann wiederum ist es da wohl wärmer als hier. Okay.
Damit habe ich jetzt auch hier die Starkiller-Zerstörung freigeschaltet. Und es gibt jetzt überhaupt nichts mehr, was ich hier quasi machen kann. Damit ist dieser letzte Part der Starkiller-Basis ebenfalls abgeschlossen. Und ja, ihr habt damit gesehen, alles Mögliche habe ich jetzt quasi freigeschaltet. Jakku, Takodana, Endor, Taul, Kerok, Twonk, Kiti, Dakar, Millennium Falcon und Atron. Nur die Starkiller-Basis halt noch eine Sache nicht, nämlich die Starkiller-Zerstörung. Die kommt aber jetzt zu meinem Abschluss von LEGO Star Wars, das Erwachen der Macht.